Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einer komplett verspäteten My Little Box. Ja, es tut mir leid, ich habe die eigentlich angekündigt gehabt schon vor einigen Wochen. Einige schrieben mich auch schon an und haben gesagt, oh Astrid, hast du die My Little Box auch schon bekommen? Die ist diesen Monat aber toll, denn einige haben sie sich ja mittlerweile auch abonniert. Und ich habe immer gedacht, ja okay, sie wird schon kommen. Ja, aber sie ist sehr, sehr, sehr spät bei mir diesen Monat bekommen. Der Monat ist schon fast rum und jetzt ist sie erst eingetrudelt. Also heute habe ich sie bekommen. Ich drehe auch sofort das Video für euch heute noch ab, sodass ihr rein kann. Schiebe dafür ein anderes Video nach hinten, was eigentlich sonst heute online gegangen wäre. Aber wir starten heute mit der My Little Box für den Monat Oktober. Im Übrigen habe ich für euch einen Rabattcode, der ist unten in der Infobox. Und zwar bekommt ihr bei eurer ersten Bestellung einer My Little Box einen Rabatt von 3 Euro. Das heißt, ihr bezahlt also nicht die Summe, die dort angegeben ist, sondern es werden euch 3 Euro gutgeschrieben und abgezogen. Das heißt also, wenn ihr euch dazu entschließen solltet, ein Abo, auch wenn es ein flexibles Abo ist, was ihr jederzeit kündigen könnt, bekommt ihr diese 3 Euro auf eure erste Box. Ihr könnt natürlich die Box jeden Monat wieder kündigen bei dem flexiblen Abo. Das finde ich immer sehr schön. Ich mache es meistens auch so, weil, wie gesagt, man weiß ja nie, ob es einem wirklich gefällt. Manchmal kennt man die Boxen schon und sagt, jawohl, da kann ich das Risiko eingehen. Oder manchmal ist man sich unsicher und weiß es noch nicht. Aber das macht nichts. Ihr könnt sie bestellen. Ihr könnt sie jederzeit kündigen bei dem flexiblen Abo. Und auch da bekommt ihr auf eure erste Bestellung einen Rabatt von 3 Euro. Finde ich sehr schön. Ich mag ja die My Little Box, das wisst ihr. Ich wurde auch schon oft danach gefragt. Astrid, was sagst du dazu? Ist das eine Box, die man ja abonnieren kann? Ich sage immer ja, ich finde sie immer sehr schön und die lassen sich auch immer was einfallen. Im Übrigen ist ja die My Little Box keine reine Beauty Box, sondern es ist eine Box, die besteht auch aus Accessoires, Deko, Lifestyle und alles solchen Produkten. Dann aus der Eigenmarke mit Kosmetikprodukten von My Little Box. Teilweise auch fremde Firmen natürlich sind immer dabei. Also ich finde die Mischung immer super gut. Ich mag sie und von daher möchte ich sie euch heute auch mal zeigen. Diesen Monat gibt es keine Box. Es gibt eine Tasche und zwar ist das eine Jute-Tasche. Im Übrigen arbeitet diesen Monat die My Little Box mit ASOS zusammen. Es steht hier auch an der Seite drauf. Ihr wisst, letzten Monat war es eine andere Kooperation. Diesen Monat ist es ASOS. Finde ich sehr schön. Ich mag im Übrigen auch diese Tasche, weil ich mir schon überlegt habe, ich habe die Produkte schon ausgepackt, ich habe sie vor mir hingelegt, weil ich mir gedacht habe, es wird eh kein Unboxing mehr, ihr kennt die Box wahrscheinlich schon und habe sie mir angeschaut, habe geguckt, was für Produkte drin sind und diese Tasche, die wandert in meine Handtasche, da werden gleich die 3 Produkte reinkommen, die ich euch vorstellen werde oder vielmehr 2. Ich finde es sehr schön, ich mag die Taschen oder diese Aufbewahrungssachen von My Little Box immer, ich mag die Boxen, weil sie immer wunderschön gestaltet sind und ich mag auch, wenn es eine Tasche gibt oder andere Sachen. Also ich habe bis jetzt immer eine Verwendung gehabt und ich habe mich immer gefreut. Also ich fand es immer sehr schön. Kommen wir zu den ersten Produkten, die mir auch gleich entgegengekommen sind. Und zwar waren das diese 3 Sachen. Das sind so Sachen, wo ich immer sage, ne, Accessoire, Lifestyle, Deko, alles solche Sachen. Papeterie, sage ich immer. Und als erstes haben wir hier einen schönen und auch recht großen Notizblock, möchte ich ihn mal nennen. Hier steht Swords, Gedanken drauf, hier hinten heißt es Scribbles. Also man kann hier drin Dinge aufschreiben. Man könnte es als Tagebuch verwenden, weil man hat hier einmal linierte Seiten und man hat hier natürlich auch Blankoseiten drauf. Das heißt, selbst wenn man mal kurz eine Skizze machen möchte, aus welchem Grund auch immer, kann man das gut hier drin machen. Ich habe mich dazu entschlossen, dieses Büchlein in die Tasche wieder reinzutun, denn es gab dazu auch noch einen passenden zuckersüßen Kugelschreiber, den möchte ich euch auch mal zeigen. Ich fand den im Übrigen wirklich sehr, sehr schön, weil auch noch hier unten die My Little Box hat immer so niedliche Zeichnungen, finde ich, auch auf den Boxen. Und auch hier so girly-mäßig, möchte ich mal sagen, ist hier so unten was abgebildet und ich finde das sehr schön. Dann steht hier nochmal My Little Box mit drauf und es ist ein Kugelschreiber, das heißt also passend habt ihr gleich den Kugelschreiber mit dabei und so werde ich das hier in die Tasche wieder reingeben und packe den Kugelschreiber dazu und ich glaube, ich werde auch in Zukunft mein Smartphone, mein Handy mit reingeben, weil ich festgestellt habe, dass diese kleinen Seitentaschen bei mir auf dem Display schon mal Kratzer verursacht haben und seitdem habe ich mir überlegt, ich werde diese Tasche hier verwenden, packe da diese Sachen rein und auch mein Telefon. Ja, ich finde das sehr schön, weil ich habe es ganz oft, dass ich mit jemandem mal unterwegs bin, man geht einen Kaffee trinken und auf einmal möchte man was aufschreiben oder jemand will einen Tipp haben oder hast du mal einen Zettel und ich finde das immer gut. Ich habe normalerweise immer so einen kleinen
Kalender in der Tasche, wo man auch mal hinten so Blankoseiten rausreißen kann. Aber das mache ich immer so ungerne, weil das ist immer schöne Kalender. Ich werde euch mal meine Tasche zeigen demnächst und euch zeigen, was ich in meiner Tasche habe. Und dann werdet ihr sehen, was ich meine. Ja, ich finde es sehr schön und ich habe mich da echt drüber gefreut. Ein weiteres Produkt, was auch noch dabei lag, das war dieses hier. Und zwar stehen da kleine Tagessprüche drin. Und es wird der eine sagen, ja, es steht drauf, die eigene Kreativität stärken. Und es stehen hier immer so kleine Sprüche und Lebensweisheiten drauf. Und man kann jeden Tag eine andere Seite aufschlagen und lesen, was dort steht. Ich finde das im Übrigen sehr schön. Ich musste mich in dem Moment, als ich das mir angeschaut habe, auf einmal an meine Oma denken. Und ich weiß nicht, wer das von euch noch kennt. Meine Oma hatte immer in ihrer Küche einen Kalender hängen, wo so Sprüche drauf waren zum Abreißen jeden Tag. Und daran musste ich denken, da habe ich so gedacht, ja, manchmal braucht man sowas. Und ich habe das, bin ich der Meinung, vor Jahren schon mal von einer Freundin gehabt in Buchform. Und dann habe ich manches Mal das an mein Bett gelegt, wenn es mir nicht so gut ging, an manchen Tagen oder Zeiten. Und dann habe ich mir morgens einfach einen Spruch rausgesucht und gelesen. Und manchmal hat der wirklich zu dem Tag gepasst und hat mir geholfen. Also ich finde das immer schön. Ich finde, das sind nette Gesten hier bei My Little Box. Es gibt immer irgendwas ganz Außergewöhnliches, was ihr einfach nicht in jeder Box findet. Ja, und jetzt starten wir mal mit den Beauty-Produkten, die hier in der Box gewesen sind. Ich werde mal mit der Maske anfangen. Und zwar haben wir hier eine Maske von Moment, das ist Pure Health, ist die Firma. Ich habe hier eine Volcanic Grape Cellulose Mask, eine Pore Minimizing Maske. Und ich habe auch das passende Kärtchen schon dazu rausgesucht. Und ich schaue eben mal, da steht nämlich drauf, dass es eine hochkonzentrierte natürliche Tuchmaske ist und die ist ohne chemische Inhaltsstoffe, kommt sie aus, oder künstliche Stoffe, und sie ist 100% Zellulose. Und im Übrigen ist es eine Maske mit Heilerde, Weintraubenextrakten, die verfeinert die Poren, entfernt überschüssigen Talg und hält Verfärbungen wirksam auf. Finde ich sehr schön. Ich finde es sowieso sehr schön, weil ihr wisst ja, ich bin ja diejenige, die ganz oft sonntags mal ein Maskenvideo bringt. Und da habe ich mir gedacht, wow, dann haben wir gleich wieder eine Maske. Weil ich wusste jetzt auch schon nicht mehr. Ich habe gedacht, Mensch, du müsstest mal gucken, was gibt es in der Drogerie für eine Maske. Und schwuppdiwupp, jetzt haben wir wieder eine. Die können wir auf den Sonntag mal auftragen. Und dann könnt ihr auch gleich sehen, was bringt so eine Maske, diese Tuchmaske. Es ist, wie gesagt, ein natürliches Produkt, also Naturprodukt. Und die Firma Pure Health sagt mir gar nicht. Habe ich auch noch nie was von gehört. Ich finde es aber sehr schön. Ich schaue mal eben nochmal, ob da noch ein Preis draufsteht oder ob da keiner mit dabei ist. Nee, ich kann jetzt so keinen Preis finden, aber ist ja auch nicht schlimm. Auf alle Fälle werden wir die Maske an einem Sonntag ausprobieren. Ich freue mich schon drauf. Das nächste Produkt, was noch mit in der Box war, war diese Maske. Und zwar ist es eine Haarmaske. Und ich habe auch schon gelesen, was draufsteht. Es ist eine Avocado-Wunder-Haarkur. Es ist zu 98% natürlichen Ursprungs und es nutzt die Kräfte der Natur. Es ist eine Kombi aus Avocado und Shea Butter und das finde ich im Übrigen sehr schön. Viele werden sich jetzt fragen, achso, was willst du mit deinen kurzen Haaren mit einer Maske? Meine Lieben, auch kurze Haare brauchen ab und zu mal eine Maske. Ich mache eine Maske immer und zwar einmal im Monat. Wirklich, ich mache immer so einmal im Monat eine Maske. Im Moment habe ich gerade von L'Oreal die mit den Kokosinhaltsstoffen und die nehme ich gerade und teste sie ja auch. Und einmal im Monat nehme ich mir immer so eine Menge wie eine Haselnuss oder manchmal auch wie eine Walnuss, je nachdem, und lasse das einwirken. Und ich merke dann auch, dass so die ganzen Wochen über das eigentlich für meine Haare reicht. Und wenn ich wieder merke, die werden so ein bisschen stumpf, dann nehme ich mir wieder meine Maske, mache die wieder und dann warte ich wieder 3 Wochen, 2 Wochen oder auch 4 Wochen, je nachdem, wie meine Haare so sind. Im Winter jetzt ist es wieder anders. Ihr wisst, es kommt wieder die Heizungsperiode. Die Haut ist trocken, die Haare sind trockener. Im Sommer natürlich auch, wenn man im Urlaub ist, aber meine sind auch im Winter trockener. Und ich freue mich jedenfalls darauf, dass ich diese Maske hier mit drin habe. Ich finde es sehr schön. So, und worüber ich mich auch sehr gefreut habe, war die Handcreme. Ja, ich weiß, viele sagen immer, oh, nicht schon wieder eine Handcreme. In jeder Box ist eine Handcreme drin. Ich bin natürlich jemand, ich freue mich über jede Handcreme, weil ich brauche es. Weil in meinem Alter muss man, ich sag's euch immer wieder, ne? Wie oft habe ich euch gesagt, Mädels, pflegt eure Hände jetzt im Alter, ne? Da sieht man das Alter am Hals und an den Händen und ich bin immer am Cremen. Also ich habe allein im Wohnzimmer 3 Tuben Handcreme mit Sicherheit da stehen. Und eine steht an der Fensterbank, also
da wo ich meinen Fernsehsessel habe, am Sofa, am Rechner. Und immer wenn ich mir die Hände gewaschen habe, dann werden die eingecremt. Und ich habe auch immer einen in meiner Handtasche. Und wenn ich unterwegs bin, weil man geht mal auf die Toilette, wäscht sich die Hände und ich habe wirklich trockene Hände. Ne? Wenn ich dann so wieder zurückkomme und müsste dann so die ganze Zeit ohne Handcreme sein, kann ich nicht. Und ich freue mich echt darüber. Und zumal, sie hat ganz tolle Inhaltsstoffe. Die ist im Übrigen ein Trio aus Kokosöl, Shea Butter und Baumwollsaat. Also Baumwollsaat hatte ich noch nie. Shea Butter ja, Kokosöl ist immer toll, ist ein ganz tolles Produkt, aber Baumwollsaat kenne ich nicht und ich bin schon ganz gespannt auf diese Handcreme. Also ich habe mich riesig darüber gefreut. Ich freue mich sehr. Vielen Dank. So, und das nächste Produkt, was ich euch zeigen werde, wird in eine Verlosung gehen. Und zwar ist von Asus das Produkt dabei. Wir haben hier einen Eyeliner, ja. Und ich habe mir gedacht, ich werde den jetzt auch nicht aufswatchen. Es ist ein Liquid Eyeliner von Asus. Und ich werde ihn mit in die Verlosungsbox geben. Also es werden wahrscheinlich auch mehrere Boxen mittlerweile. Die kommen auch noch vor Weihnachten. Und ich verlose ja im Moment immer mal wieder was auf Instagram, auf Facebook. Wer mir auf Instagram im Übrigen noch nicht folgt, darf mir das gerne. Denn wir kommen gleich zu einem anderen Produkt. Da habe ich mich mal ganz fürchterlich auf Instagram aufgeregt, weil ich so enttäuscht war. Aber wie gesagt, ich freue mich immer wieder, wenn ihr mir auf Instagram folgt und mir dort auch ein Abo hinterlasst. Eigentlich poste ich das schon relativ oft und da sind schon auch einige Posts, die ihr euch anschauen könnt. Ja, auf alle Fälle, der Eyeliner kommt mit in die Box mit rein, in die Verlosung. Und ich finde es sehr schön, nur ich kann ihn leider nicht mehr verwenden. Dafür bin ich zu alt. So, und jetzt kommen wir zu einem Produkt, was auch noch mit in der Box war und wo ich gedacht habe, oh, Astrid, oh. Ja, Nude by Nature, ne, meine Lieben, ich habe es euch gerade gesagt, ich hatte mich mal darüber sehr ausgelassen auf Instagram, weil ich mir das bei QVC bestellt hatte und ich komme mit Nude by Nature nicht klar. Das ist für meine trockene Haut überhaupt nichts. Im Übrigen hat er tolle Inhaltsstoffe, ich kann nicht meckern. Es ist angereichert, also mit hoch angereichert mit Vitamin C. Und es ist mit Vitamin A und E im grünen Tee-Extrakt, also eine richtige Anti-Aging-Bombe. Ich bin gespannt, er ist silikonfrei. Ich glaube, wir werden ihn austesten, denn dann machen wir gleich ein Video davon. Und dann haben wir sie beide hinter uns. Ja, meine Lieben, ich habe mich sehr gefreut über die Box. Ich hoffe, ihr freut euch über den Rabattcode, den ihr bekommt von 3 Euro bei eurer ersten Bestellung. Ihr müsst nur unten in die Infobox reinschauen. Ich werde es euch da unten verlinken. Und dann könnt ihr auch bei MyLittleBox auf der Seite mal vorbeischauen. Im Übrigen ist das keine Kooperation. Ich habe auch kein Geld bekommen dafür. Auch wenn jetzt ein Rabattcode kommt und sowas alles, dafür bekomme ich kein Geld. Ich bekomme die Box nur kostenlos zugeschickt. Darüber freue ich mich immer sehr. Vielen Dank dafür. Und aber ich bekomme ansonsten kein Geld dafür, dass ich euch das hier vor dem Video präsentiere, also vor der Kamera vielmehr. Ja, meine Lieben, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Also mir hat es wieder sehr viel Spaß gemacht. Ich habe mich über die Produkte gefreut. Ich freue mich immer über die My Little Box und ich freue mich auch schon auf die nächste My Little Box und ich hoffe, dass sie ein bisschen früher kommt und nicht wieder so spät. Sonst bin ich immer die Letzte. Ne? Das ist immer ein bisschen doof, den ich jedenfalls. Dann danke ich erstmal fürs Zuschauen und wir sehen uns in meinem nächsten Video wieder und ja, liebe Grüße von mir. Tschüss.